Hallo und willkommen bei Pepper Fox. Vor einiger Zeit habe ich ein Video gemacht mit drei realen Survival-Geschichten. Die Resonanz und das Feedback war weitgehend positiv und ihr habt mir gesagt, dass ihr mehr solcher Geschichten hören wollt. Daher gibt es heute weitere drei reale Survival-Geschichten. Weiter geht's nach dem Intro. Mich faszinieren solche Survival-Geschichten schon sehr, sehr lange, weil ich einfach immer wieder erstaunt und überrascht und auch fasziniert bin, zu welchen Leistungen wir Menschen fähig sind, wenn es ums nackte Überleben geht. Ich war mir aber wirklich nicht sicher, ob das auch Leute wie euch bei YouTube hier interessiert. Daher habe ich euch gefragt, ob euch das wirklich interessieren würde und ich mehr solcher Geschichten erzählen soll. Das Feedback war sehr, sehr gut und ich möchte mich herzlich bei allen bedanken, die das Video kommentiert haben und mir geschrieben haben, ja, bitte erzähl uns mehr. Und dieser Bitte komme ich heute auch nach. Die erste Geschichte, die ich euch erzählen möchte, handelt von Stephen Callahan. Er hatte mit einem einmastigen, 6,5 Meter langen Boot erfolgreich den Atlantik überquert und war im Jänner 1981 bereits wieder auf dem Weg nach Hause, als ein Sturm aufzog am Abend und das Boot in massive Probleme brachte. Der Sturm alleine wäre noch nicht das Problem gewesen, aber irgendetwas hat ihm ein Loch in den Rumpf gerissen. Auf jeden Fall brachte das Boot zum Kentern und auch zum Sinken. Während des Sinken des Bootes tauchte Stephen Callahan noch ein paar Mal zum Wrack und holte immer wieder irgendwelche Dinge nach oben, darunter ein kleines Notfallschlauchboot, Wasser und auch Nahrung. Stephen hatte einige Vorteile durch die gerettete Ausrüstung, die er aus dem Wrack noch entfernen konnte. Er hatte eine Harpune, mit Hilfe derer er Fische fangen konnte, und er hatte eine Solardestille, also eine Gerätschaft, mit der man aus Salzwasser durch die Verdunstung durch die Sonne Trinkwasser gewinnen kann. Trotzdem hatte er relativ große Probleme, auch mit Wasser und Nahrung sich zu versorgen. Am 50. Tage kam sogar ein Boot in der Nähe seines Bootes vorbei, aber sie hatten ihn nicht gesehen. Er hatte schon massive Probleme mit der Haut durch das Salzwasser und war auch ausgehungert und müde. Erst am 76. Tag konnte er von ein paar Fischern gerettet werden und er hatte ein Drittel seines Körpergewichts verloren. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich den größten Respekt vor diesem Mann habe. Alleine schon vom Mut her, dass er in das sinkende Schiff hinabtaucht und irgendwelche Ausrüstungsgegenstände noch nach oben holt. Und diese Gegenstände, also dieses Rettungsboot, die Harpune, die Solardestille, haben eigentlich sein Leben gerettet. Und er hätte so nie eine Chance gehabt, diesen Unfall dort zu überleben. Bei der zweiten Geschichte geht es um Juliane Köpke. Sie war in einem Flugzeug über Peru 1971 am Heiligabend und das Flugzeug wurde von einem Blitz getroffen und stürzte im Dschungel in Peru irgendwo ab. Die Frau fand sich im Sitz noch wieder, als sie zu sich kam und stellte fest, dass sie die einzige Überlebende war von diesem Flugzeugabsturz. Sie war schwer verletzt eigentlich und hatte ein gebrochenes Schlüsselbein. Sie hatte auch viele Schürfwunden und auch offene Wunden. Sie konnte sich aus ihrem Sitz befreien und trotz gebrochenem Schlüsselbein und auch anderer schwerer Verletzungen schaffte sie es doch, sich durch den Dschungel fortzubewegen. Sie kam sogar irgendwann an einen kleinen Fluss, der sogar trinkbar war und sie vor der Dehydration bewahrte. Das Problem mit dem Dschungel war, es war sehr heiß und auch feucht, das machte ihr extrem zu schaffen. Sie konnte nur ganz schlecht schlafen und sie hatte auch Probleme mit den Mücken und ihr Arm war durch Maden infiziert. Nach 7 Tagen fand sie eine einsame Hütte von Waldarbeitern irgendwo im Dschungel und konnte sich dort grundlegend medizinisch versorgen. Eine radikale Lösung, die sie für das Madenproblem auf ihrer Hand fand, war, sie schüttete Benzin auf die Wunde. Das stelle ich mir extrem vor eigentlich, das muss sehr geschmerzt haben. Sie verweilte dort dann in dieser Hütte, weil sie dort doch eher geschützt war, und nach ein paar Tagen fanden sie auch wirklich Waldarbeiter in einem relativ schlechten Zustand. Sie wurde sofort in ein Krankenhaus geflogen und konnte dort eigentlich gerettet werden. Die Geschichte von Juliane Köpke wurde sogar im Film Wings of Hope verfilmt. Diese Frau muss aus meiner Sicht aber auch mental sehr, sehr stark gewesen sein, dass sie sich schwer verletzt eigentlich durch den Dschungel schleppt
und auch noch Maßnahmen setzt, um sich zu behandeln, also das Benzin auf Wunden schüttet und so weiter. Also das fasziniert mich wirklich. Sicher war bei dieser Geschichte auch einiges an Glück dabei, also dass sie den Fluss gefunden hat, den sie trinken konnte, und selbstverständlich in erster Linie, dass sie den Flugzeugabsturz überstanden hatte. Aber trotzdem, großen Respekt vor dieser Frau, und ich muss mir auch unbedingt diesen Film anschauen. Die dritte Geschichte handelt von Mauro Prosperi, einem italienischen Polizisten. Er nahm 1994 an einem Marathon teil in der marokkanischen Wüste. Am letzten Tag zog aber leider ein Sandsturm auf und Mauro verlor die Orientierung in der Wüste. Er irrte 24 Stunden irgendwo in der Nähe von Algerien herum und kam irgendwann an eine muslimische Heiligenstätte, in der er Unterschlupf fand. Dort versuchte er zuerst etwas zu trinken zu bekommen, aber es gab dort nichts, also trank er seinen eigenen Urin. Er hatte auch Hunger, daher fing er dort an, Fledermäuse zu fangen und hat diese dann gegessen. Nach ein paar Stunden fasste er den Entschluss, dass er sich das Leben nehmen möchte, weil er keine Chance mehr sah, aus dieser Situation lebend herauszukommen. Er versuchte, sich die Pulsadern aufzuschneiden, aber durch die trockene Hitze und die Dehydration machte die Wunde sofort wieder zu und es funktionierte nicht. Das heißt, er konnte sich nicht das Leben nehmen aufgrund der Bedingungen dort. Auf jeden Fall beschloss er dann, dass das vielleicht ein Zeichen Gottes ist, und er machte sich wieder in die Wüste auf den Weg, um Hilfe zu finden. Er irrte weitere 9 Tage in der Wüste herum und ernährte sich von Insekten, Reptilien und allem, was er fand. Schließlich kam er doch noch irgendwo an ein kleines Dorf und die Leute haben ihm dort sofort geholfen. Sie haben ihm Wasser gegeben, sie haben ihm etwas zu essen gegeben. Er hat sehr viel Gewicht verloren und war auch orientierungslos und verwirrt, und das war eine extreme Belastung für ihn. Aber er ist jetzt noch begeisterter Marathonläufer und hat denselben Lauf, bei dem er sich damals verirrt hat, sogar 2013 erfolgreich mit Platz 131 abgeschlossen. Diese Geschichte fasziniert mich speziell deswegen, weil Mauro bereits den Entschluss gefasst hatte, nicht mehr weiterleben zu wollen und es wirklich tatsächlich versucht hat, auch sich das Leben zu nehmen, es nur nicht funktioniert hat. Gott sei Dank verstand er das als Zeichen, dass er noch weiterleben sollte, und kämpfte einfach weiter, und das ist einfach nur faszinierend, und ich freue mich für Mauro, dass er es geschafft hat und jetzt immer noch am Leben ist. Ich habe mir diese Geschichten aus mehreren Quellen zusammengesucht, daher kann ich euch bei diesem Video nicht wirklich einen Link zu den Geschichten geben. Aber wenn ihr nach den Namen der Beteiligten googelt, dann werdet ihr sicher etwas finden, wenn euch die Geschichten mehr interessieren. Was ich von euch gern wissen würde, ist, welche Situation von den heute erzählten wäre für euch die schlimmste gewesen? Schreibt mir dazu bitte einen Kommentar. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, und wenn ihr das erste Mal auf meinem Kanal seid, dann würde ich euch um ein Abo bitten. Das war's für heute. Euer Prepper Fox.